Willkommen zurück. Nina Hagen, die Mutter des Punks, wird heute Abend in Paris auftreten. Ja, da hat sie auch in Frankreich viele Fans und einen ganz besonderen Bezug zu diesem Land. Die 61-Jährige hat dort lange gelebt und ihren Sohn dort zur Welt gebracht. Meine Kollegin Nathalie hat sie getroffen. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ihre Zeit in Paris bedauert sie nicht. Im Gegenteil, Nina Hagen zieht es regelmäßig an die Seine. Heute Abend tritt sie hier auf. Die Mutter des Punk wird auch Piaf singen. Ja, also Paris ist mein Berlin in Frankreich. Von Paris habe ich zum ersten Mal geträumt. Schon bevor ich bei meiner Mutter auf der Bühne im Musical Cancan als Cancan-Tänzerin mit auftreten durfte. 1989 verliebt sie sich in die Stadt und in den Pressereferenten von Jean-Paul Gaultier. Sie ziehen in die Rue de Bretagne. Sohn Otis wird geboren. Unsere kleine Patchwork-Familie hatte ja auch noch ein 8-jähriges kleines Mädchen, was zur Schule gehen musste. Und da haben wir auch für die Cosma hier eine ganz tolle französische Schule gefunden. Tochter Cosma Shiva spricht bis heute Französisch. Nina Hagen und ihr Paris, es hat sich verändert nach dem 13. November, als im Musikclub Bataclan Terroristen 90 Menschen ermordeten. Nina Hagen war wenige Tage zuvor im Bataclan aufgetreten. Und wie jetzt die Franzosen damit umgehen, es macht viel Mut und bestätigt mich darin, dass die Franzosen und die Pariser ja wie geschaffen für die Liebe sind. Ne? Zum ersten Mal seit den Anschlägen ist sie wieder in der Stadt, an der Place de la République, dem zentralen Ort des Gedenkens für die Opfer. Sie fühlt sich jetzt noch mehr mit Paris verbunden, aus Solidarität. Auch am liebsten würde ich mir jetzt wieder ein kleines Apartment oben im Dachgeschoss mieten und wieder nach Paris ziehen. Die Liebe zu ihrem französischen Lebensgefährten 1989 hielt übrigens nur kurz. Die für Paris bis heute. Ja.